Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Vollmond, Sonne im Schützen, Mond in den Zwillingen. Ganz besonders auffällig an diesem Vollmond, wir haben hier zwei exakte Häuserspitzenbesetzungen und das ist schon eine mächtige Aussage. Interessant, dass das Thema des Horoskopes auch die stärkste Aussage in sich birgt. Üblicherweise ist es so, dass wir ein Nebenthema haben, was sozusagen dann eine größere Bedeutung hat, aber hier ist es tatsächlich so, der Vollmond ist in dem Fall wirklich der Vollmond und sonst gar nichts. Also gar nichts ist jetzt übertrieben, weil wir haben noch hier weitere Aussagen. Starke Häuserspitzenbesetzung, drittes Haus durch Saturn besetzt, viertes Haus mit Neptun besetzt, sechstes Haus mit Uranus besetzt. Also 1, 2, 3, 4, 5 Häuserspitzenbesetzungen und 9 Planeten unterhalb der Aszendentenachse. Nur der Mond ist oberhalb, der ragt darüber hinaus. Der Vollmond, es schaut so aus, als wäre hier unten ein riesengroßer Sumpf und nur der Vollmond schafft es gerade noch, sozusagen den Kopf über Wasser zu halten. Aber er wird auch untergehen, wie der Spruch so schön heißt, wenn man bis zum Hals in der Scheide steckt, dann sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Also das bedeutet, wir haben hier eine sehr markante Stellung. Und natürlich, bitte schaut mal, wir haben Aszendent Skorpion, der ist auch noch. Ja, Aszendent Skorpion verspricht immer eine schwierige, intensive Zeit, sagen wir es zumindest als eine intensive Zeit. Ja? Und die Zahlen, die wir hier eben ausgerechnet haben, sind zum Glück auch positiv. Besonders schwierig halt die 31, die 35, die 33, die deklariert sind nicht so richtig, aber die 19, 36 und 9 sehe ich als eindeutig positiv. Deswegen gehen wir, bevor wir uns den Vollmond anschauen, gleich zur Bevölkerung. Spitze, viertes Haus in den Fischen, Neptun, als Herrscher von 4 in 4 an der Spitze des vierten Hauses. Und ihr wisst, ich habe von euch den Auftrag erhalten, die Dinge positiv zu interpretieren. Das heißt, wir nehmen jetzt die höchste Frequenz, welche Neptun hat, die großen mentalen Heilkräfte, die Hellsichtigkeit, die universelle kosmische Liebe. Neptun hat eine gewaltige, gewaltige Fähigkeiten, ein immenses Potenzial. Und wenn wir dieses Potenzial heute zum Beispiel, heute haben wir Freitag, den 13., morgen haben wir Vollmond. Wenn wir um diese Vollmondzeit, also heute, morgen, übermorgen, wenn wir die mentalen Kräfte hier jetzt einfach nur einsetzen, ja, einfach nur einsetzen. Ich würde sagen, haben wir den Faktor 10 auf unserer Seite, weil jede Minute, die du heute, morgen, übermorgen visualisierst, in die Liebe gehst, in positive Energien gehst, die verstärken sich um den Faktor 10. Natürlich auch die Gurkengläser, die Einsiedgläser, beziehungsweise wir wissen, es geht hier auf diesen Planeten innerhalb dieses Systems, in dieser Matrix natürlich auch für das dunkle Meer des Bewusstseins, also für die Chefetage, man kann es auch als die Absicht bezeichnen, was in der Kirche als der Heilige Geist bezeichnet wird. Ja, mit dem Heiligen Geist kann ich mich durchaus anfreunden, aber nicht mit den anderen Dingen, die können Sie sich bitte behalten. Und genau hier, in diesem magischen Bereich, können wir auch die Zentren der schwarzen Magie, mit denen sie seit vielen Jahrhunderten uns brutal runterdrücken, mit einer Spiegelkuppel überziehen. Einfach sozusagen die Zentren der schwarzen Magie, ich möchte jetzt nicht einzelne Zentren nennen, ja, es heißt zwar, alle Wege führen nach Rom, aber in dem Fall führen die Wege auch woanders hin. Die können auch nach London, nach New York, überall haben wir so wunderbare Zentren. Ich will das jetzt nicht mit Namen benennen. Und wenn du da dir einfach visualisierst, wenn eine riesengroße Spiegelkuppel drüber stülpst, dass ihnen all die wunderbare Magie, mit der sie uns ein viele, viele Generationen runtergedrückt haben, ja, dass die ihnen jetzt selber zugutekommen. Also all ihre wunderbaren magischen Energien empfangen sie jetzt selbst. Und das ist einfach, würde ich sagen, Gerechtigkeit. Gut, gerecht wäre es auch, wenn ich endlich mal wieder zum Thema komme, der Vollmond. Der Vollmond bedeutet natürlich maximale Spannung, weil viel weiter kann man nicht auseinander im 360-Grad-Kreis als 180 Grad entfernt voneinander zu sein. Also maximale Distanz von diesen beiden Punkten. Wer ist der... Na, gehen wir zunächst einmal aufs Einfache. Ja? Schauen wir das Einfache. In der einfachen Astrologie sehen wir, dass Mond und Sonne die
Substanzachse, also das heißt die Finanzachse, ja, zweites Haus, achtes Haus, Stier, Skorpion, besitzen, ja, also hier die Besitzachse, jetzt haben wir es, die Besitzachse sozusagen beherrschen, aber wie? Das heißt, dieser Vollmond geht sehr stark um die Themen Besitz und Verlust, wenn ich nur mal die Häuserspitzen betrachte, ja, also hier sind die Themen Besitz und Verlust ganz besonders stark betont. Betrifft uns nicht, weil du hast dein Geld, glaube ich, schon in Schokolade investiert oder in, ich weiß nicht, Dosenbrot oder in Autoreifen oder was auch immer. Ja. Eben handliche Gegenstände, vielleicht Ziegelsteine. Auch nicht schlecht, ja. Ich meine, Ziegelsteine, man kann vielleicht lachen drüber, ja, aber Ziegelsteine, die werden wieder ihren Wert bekommen, ja, oder sie werden ihren Wert behalten. Aber Scherz beiseite, immer noch besser als elektronisches, was auch immer, welches hier am Bildschirm herumschwurbelt, wenn ich es aufdrücke. Nur wenn halt kein Strom fließt, dann ist es auch dunkel im Finanzbereich. Also hier sehr, sehr starke Aussage, Veränderungen auf dem Finanzsektor. Nur, wenn wir jetzt tiefer hineinschauen, wer ist die Sonne? Die Sonne ist der Herrscher, der Sonne ist der Herrscher, ich merke mir das an. Helios, jetzt haben wir es, Helios ist der Herrscher des neunten Hauses. Das neunte Haus kann für verschiedene Dinge stehen. Ich würde sagen, Justiz, naja, passt nicht so richtig. Flugreisen, weiß ich nicht. Die Freiheit, zweites Haus, die gekaufte Freiheit, Geld für die Freiheit bringt Geld. Ich würde einfach dazu neigen, im Zweifelsfall nehme ich halt das ferne Ausland. Das ist immer weit weg, da ist meine sichere Entfernung. Und auch als Astrologe bin ich da fein heraus, weil es schwer überprüfbar ist. Ja, was soll ich dir sagen? Das neunte Haus steht eben für verschiedene Themen. Und ich würde sagen, es sind eben entfernte Staaten aus der Ferne, die sozusagen hier Einfluss auf unsere Währung offensichtlich nehmen wollen, weil Herrscher von 9 in 2, naja, da gibt es durchaus Interessen. Ich glaube, auf der Tastatur gibt es sogar auf jeder Schreibmaschine oder Computertastatur haben wir das Dollarzeichen. Ja? Interessant, also der Herrscher von 9, 2, da könnte es hier sozusagen um eine Art Machtkampf auf dem Finanzsektor geben in den nächsten zwei Wochen. Ihr wisst ja, um Weihnachten herum passieren immer merkwürdige Dinge. War das der 23. Dezember 1913, die Fed? Merkwürdige Dinge geschehen immer ausgerechnet um die Weihnachtszeit. Es ist zum Weinen und der Mond ist der eingeschlossene Herrscher des achten Hauses. Aber weil er an der Spitze des achten Hauses steht, würde ich sagen, multipliziert sich natürlich wiederum die Wirkung des achten Hauses. Also das heißt, hier würde uns dieses Horoskop sagen, dass eine Währung aus dem fernen Ausland offenbar massiv unter Abwertungsdruck steht. Ich sage nie mehr das Wort Crash, verwende ich nicht mehr. Ich sage nur noch Abwertung, Wertverlust, weil ihr wisst, hier im Horoskop steht ja nur der kosmische Strom. Wenn jemand alle Energien einsetzt, um etwas zu retten, kann er das gerne gegen den kosmischen Energiestrom machen. Es wird halt ein großer Aufwand sein. Aber wie gesagt, was hier drinnen steht, ist sozusagen das, was unter normalen Umständen geschehen würde, wenn nicht interveniert wird. Aber hier haben wir eben, hier sehen wir, das sehen wir, ganz offensichtlich, die Währung, zweites Haus, aus dem fernen Ausland, ja, ich würde sagen Übersee, jenseits der Atlantikbrücke, ist unter starkem Druck, also das heißt, da gibt es Troubles. Naja, und hier haben wir 1, 2, 3, 4 Planeten im zweiten Haus. Das heißt, es geht schon wieder sehr, sehr stark ums Finanzsystem. Und auch der zweite Herrscher des Aszendenten Skorpion, der steht auch in Konjunktion zu Venus im zweiten Haus, im Skorpion, naja, im Steinbock. Also auch hier haben wir allerdings eingeschlossen. Ja, eingeschlossen, das schwächt natürlich massiv. Naja, und wir haben dann den Herrscher von 2 in 3, aber bitte, das ist nur ein 2-Wochen-Horoskop. Und bei einem 2-Wochen-Horoskop wird es nicht die Welt aus den Angeln gehoben, aber wir sehen hier wieder starke Tendenzen. Ich wiederhole es noch einmal, ich glaube, ich habe es erst 5-mal gesagt. Die Währung aus dem Ausland sehe ich hier stark unter Druck und in Summe bedeutet das dann mundan, dass natürlich, ja, nicht weil es das Dollarzeichen auf der Tastatur draufsteht, aber dass eben natürlich das Weltfinanzsystem unter Druck steht. Denn genau genommen gibt es auf diesem Planeten, oder gab es, kann sich ja schon geändert haben, ja, aber es gab bis vor kurzer Zeit auf der Welt nur eine einzige Währung. Stimmt, den Schilling. Weiter zum dritten Teil. Ende.